Five Nights at Freddy's, meine Freunde. Herzlich willkommen. Ich habe mich hier auf die Stelle beworben, als Nachtwächter in dieser wunderschönen Pizzeria. Und das Telefon klingelt. Ich habe noch 98% Akku und das Spiel hat gerade erst angefangen. Hallo, hallo. Ich wollte Ihnen eine Nachricht aufsprechen, damit Sie sich in Ihrer ersten Nacht besser zurechtfinden. Ich habe nämlich vor Ihnen in diesem Büro gearbeitet. Ich bin gerade dabei, meine letzte Woche hier abzuschließen, deshalb weiß ich, dass das alles etwas viel sein kann. Aber ich möchte Ihnen sagen, dass Sie sich keinerlei Sorgen machen sollten. Sie werden das schon packen. Lassen Sie uns einfach zusehen, dass Sie gut durch die erste Woche kommen, okay? Wo legen wir denn los? Zunächst sollte ich Ihnen einleiten, ein Grußwort des Unternehmens vorlesen. Das ist so vorgeschrieben irgendwie, wissen Sie? Herzlich willkommen bei Freddy's Fazbear's Pizza, ein zauberhafter Ort sowohl für Kinder als auch für Erwachsene, wo Fantasie und Spaß mit Leben gefüllt werden. Fazbear Entertainment übernimmt keinerlei Haftung für Sach- oder Personenschäden. Nach Feststellung eines Sachschadens oder Todesfalls wird eine Vermisstenanzeige gestellt. Dies geschieht innerhalb von 90 Tagen oder sobald das Gebäude gründlich gereinigt und mit Chlor behandelt wurde und die Treppen getauscht wurden. Teppiche. Ich sehe ein, dass sich vielleicht etwas übel klingt, aber Sie brauchen sich wirklich keine Sorgen zu machen. Die Animatronic-Figuren hier können nachts ein wenig komisch werden. Wer will es Ihnen verübeln? Wenn ich dazu verdonnert wäre, 20 Jahre lang diese dämlichen Lieder zu singen und nie baden zu könnte, ich wäre nachts wahrscheinlich auch ein wenig reizbar. Also denken Sie daran, dass diese Figuren in den Herzen der Kinder eine besondere Rolle spielen und wir müssen ihnen mit etwas Respekt begegnen, nicht wahr? Okay. Wundern Sie sich also nicht darüber, dass die Figuren gelegentlich etwas durch die Gegend wandern. Sie bleiben nachts in einer Art Freilaufmodus. Irgendwas an ihren Servos blockiert, wenn sie zu lange ausgeschaltet bleiben. Früher dürften sie auch tagsüber durch die Gegend laufen, aber dann gab es den Biss von 87. Ja. Faszinierend, dass der menschliche Körper ohne Stirnlappen leben kann. Wissen Sie? Okay, dann zu Ihrer eigenen Sicherheit. Die einzige echte Gefahr, der Sie als Nachtwächter hier ausgesetzt sind, falls man davon überhaupt reden kann, sind diese Figuren. Wenn Sie sie nach der Öffnungszeit sehen sollten, werden Sie sie wahrscheinlich nicht als einen Mensch ausmachen. Sie werden sie höchstwahrscheinlich für ein Endoskelett ohne Kostüm halten. Und da das hier bei Freddy's Fazbear's Pizza nicht erlaubt ist, werden Sie wahrscheinlich versuchen, sie in einen Freddy Fazbear-Anzug zu zwingen. Das wäre an sich auch nicht so schlimm, wären die Anzüge selbst nicht mit Querstäben, Kabeln und Animatronik-Geräten gefüllt, insbesondere im Gesichtsbereich. Puh, die können sich wahrscheinlich vorstellen, ja, mit dieser Gewalt in diesen Anzügen etwas unangenehm werden könnte oder sogar tödlich enden. Der einzige Teil, der dann voraussichtlich jemals wieder das Tageslicht sehen würde, wären ihre Augäpfel, wenn diese aus der Vorderseite der Maske herausquellen. Tja, sowas sagt einem keiner, wenn man einen Vertrag unterschreibt. Aber hey, der erste Tag, der sollte jetzt dann mal losgehen, wir könnten dann alles machen. Der redet so schnell, der Typ. Ja, Strom sparen, okay. Okay, dann gute Nacht. Danke dir. Wir haben 79% Strom. Kurz mal Licht gucken. Hier können wir die Türen schließen. Sehr gut. Kamera. Chica und Freddy sind noch hinten. Alter, Foxy ist noch nicht da. Ah, da ist Bunny schon. Mal sehen, ob ich die erste Nacht schaffe. Was haben wir denn hier? Steht immer noch dort. Die anderen beiden stehen dort. Foxy ist nicht zu sehen. Oh, oh, okay. Was macht ihr jetzt da? Oh, Kamera ist ausgefallen. Uhr, noch 3 Stunden. Und da steht er wieder, der Bunny. Chica und Freddy weiterhin unbewegt.
Boah, die Musik. Sonst soweit eigentlich alles okay. Ich hab's Angst. Börse wieder. Boah, 3 Uhr dauert doch ganz schön lange, hey. Ah, Mann! Er steht direkt bei mir. Dum, 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 dum. Vier Uhr nachts. Ah, Ekelbär. Ah, Chica. Chica hat sich gemoved. Let's eat. Ah, dass Chica da links steht, das kenne ich sogar nicht. Könnt ihr die Musik hören? Steht immer noch dort. Mann, geh doch bitte zur Seite. Geh doch woanders hin. Will nicht, dass du da ganz hart mich beobachtest. Ah! Jetzt ist er woanders. Wo ist er? Da ist er. Okay, Chica. Ist immer noch dort. Ist Freddy weg? Nee, Freddy ist noch da. Okay. Fünf Uhr. Machen wir kurz die Tür zu, weil ich sie möchte Sicherheitsregeln nicht trennen. Nicht brüllen, nicht schreien. Nicht auf den Boden kacken. Was? Immer schön bei Mama bleiben. Freddy nicht berühren, nicht schlagen. Bei Einbruch der Dunkelheit ab nach Hause. Da steht der Bunny schon wieder. Chica, Freddy ist noch gechillt. Foxy. Oh Mann, ich höre die Musik. Oh, ist schon wieder so nahe. Und ah! Oh! Oh! Oh Gott. Oh, geschafft! Oh, gleich die zweite Nacht. Ob ich das schaffe, weiß ich nicht. Ich bin... Oh, meine Hände spitzen. Leute, 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 jetzt mal ohne Ernst. Oh, krass. Oh, ich höre jetzt schon rumlaufen. Okay, chillen noch alle. Zweiter Tag, ja, gratuliere. Ich werde diesmal auch nicht so lange reden, da Freddy und seine Freunde in der Regel aktiver werden. Okay, super. Je weiter die Woche voranschreitet, vielleicht lohnt es sich, mit einem Auge die Kameras im Blick zu behalten, während ich spreche, um sicherzustellen, dass sie da an seinem Platz ist, nicht wahr? Interessanterweise ist der Bunny schon weg. Freddy eher seltener, allerdings gehört er im Dunkeln deutlich aktiver wird.
Ja, der Strom ist noch da. Ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, wie wichtig es ist, dass sie die Türbeleuchtung verwenden. Die Kamerabilder erfassen nicht jede Ecke. Ja, super. Und diese Stellen befinden sich genau vor ihrer Tür. Wir hatten die Kameras aufgestellt. Sollten Sie irgendwas oder irgendjemanden auf den Kameras nicht sehen können, prüfen Sie am besten direkt die Türbeleuchtung. Es kann sein, dass Sie nur wenige Sekunden Zeit haben zu reagieren. Oh Mann! Naja, ich befinde mich nicht in Gefahr, alles klar. Das will ich nicht damit sagen. Wie ich noch sagen wollte, schauen Sie ab und zu einen Vorhang der Piratenbucht. Die Figur dort ist etwas, das heißt, aktiver, wenn die Kameras längere Zeit abgeschaltet bleiben. Ich kann mir vorstellen, dass sie sich gerne beobachten lässt. Weiß nicht. Naja, egal. Ich bin mir sicher, dass sie alles im Griff haben. Dann bis bald. Cheerio. Scheiße. Oh nein. Was geht hier nur vor sich? $120 die Woche kriege ich als Gehalt. $120! Gott. Ah, der Vorhang lichtet sich schon. 1 Uhr. Na, er macht schon. Ah! Oh. Er ist immer noch da. Immer noch da. Ah, er ist immer noch da. Jetzt ist er weg, oder? Ja. Ich glaube, hinten am... Oh Gott. Ich glaube, jetzt begreife ich das Licht hinten, den Schatten, wenn die Figur einen Schatten wirft. Ich glaube, ich begreife das jetzt. Oh mein Gott, Mann. Oh, Foxy kommt schon raus. Na. Ah. Oh Gott. Meine Freunde, was geht hier vor sich? Oh Gott. Okay, er ist da hinten, ist schon mal gut. Bunny ist da hinten. Die zwei chillen noch dort, Chica und Freddy. 2 Uhr, wir haben noch 64%, 63%. Ja, was? Gott. Okay, Bunny. Drückt mir die Daumen, dass ich das schaffe. Wow, 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 wow. Da ist der Foxy noch, Bunny, Chica und Freddy da hinten. Okay, alles gechillt. Würdet ihr so einen Job annehmen wollen? Wollt ihr den gleichen Fehler machen, wie ich es tat? Foxy ist dort. Ah, es kommt Bunny schon wieder her. Okay, alles noch gut. Oh Mann, Foxy! Es ist dein Ernst! Kannst du mir das doch nicht antun? Bleib bitte in deiner Höhle! Wow, er ist schon wieder so nahe. Uhr, 48% Akku. Ah! Ah! Okay, er steht noch da. Seht ihr das da hinten links? Der Schatten, der wird geworfen. Oh Gott. Oh, Foxy, du Haken. Okay, er ist weg. Oh, er ist schon wieder da, Mann. Er ist echt hartnäckig gerade. Und wo ist Chica?
Mist. Ich freue mich echt in die Kamera zu gucken, Mann. Ich bin doch verrückt! Ich bin doch verrückt! Die Kamera ist einfach ausgegangen. Mann, Kamera, will ich dich überhaupt benutzen? Ah, da ist Chica! Chica ist in der Area. Wie Uhr? Noch 2 Stunden, Freunde. Noch 2 Stunden, dann haben wir die 2. Nacht geschafft. Bitte, bitte, bitte. Oh Mann, die Musik schon. Ah! Oh nee! Bitte geh weg! Bitte, ich hab Panik! Verschwinde doch vor der Tür, Mann. Ich habe noch 2 Stunden auszuhalten. Ja, danke. Gott. 5 Uhr. Wo ist Chica? Chica ist da hinten. Bunny ist jetzt hier. Okay. Ah, was ist jetzt los? Meine Güte, meine Güte, meine Güte. Okay, Chica ist wieder da, Bunny. Links, rechts, Mann. Links, rechts. Von beiden Seiten kommen sie, die Schlawiner. Boah, ich habe kein gutes Gefühl. Ah, er ist wieder da. Du Mistkerl. Verschwinde! Hau ab! Ich hab nicht mal viel Akku! 12%, das ist nichts! Geh weg! Lass er weggehen! Bitte! Verschwinde! Okay, er ist weg. Ah! Nein! Nein! Foxy! Oh nein! Nein! So kurz vorm Ende! Freunde, so kurz vorm Ende! Ah. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Puh. Okay, im nächsten Part geht's dann nochmal mit der 2. Nacht weiter. Ah, Mist! Mist! Liken, teilen und abonnieren. Das würde mir helfen, diesen Wahnsinn zu überstehen. Mein Gehirn, das fliegt aus dem Kopf heraus und wird zerwirbelt von diesen Schockmomenten. Wahnsinn, meine Augen. Oh. Gott. Also Leute, haut rein und bis zum nächsten Part. Ciao.